Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Spezialorakel heute mit dem Thema, dass wir mal schauen, welches Chakra ist gerade so bei dir aktiv oder welches Chakra möchte sich zeigen bei dir, dann welche ist dein Heilstein derzeit, ne? Wen sollst du halt mal mit dir tragen, muss man sich nicht immer kaufen, kann man auch einfach auf ein Papier aufschreiben, diesen Heilstein, aber mit sich tragen, das ist ganz wichtig. Und dann noch ein Krafttier, welcher ist jetzt sozusagen dein Krafttierbegleiter jetzt für die nächste Zeit. Ne? Und da werde ich gleich zwei Stapel draus machen, ein hier aus den Chakra-Karten ziehen, einen Heilstein und ein Krafttier, welches du dann auch für dich dann auch nachher wirklich auch, ja, ich sag mal so als Inspiration und Motivation auch nehmen darfst. Die Chakra-Karten, natürlich, die haben ihre Farben und wenn ich gleich ziehe, könnte ich natürlich jetzt sehen, was ich ziehe, aber ich werde jetzt gleich ganz bewusst mal die Augen zumachen, wenn ich den Fächer da mache und dann ziehe für jeden Stapel eine und ja, leg sie dann auch da drunter unter den anderen beiden Karten, sodass ihr nachher dann auch nochmal frei wählen könnt, welcher Stapel euer ist. Ihr könnt nachher sagen Stapel 1, Stapel 2, vielleicht wollt ihr auch beide Stapel haben, Stapel links, Stapel rechts, so wie ihr es gerade fühlt. Ne? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es auch mal wichtig, mal zu wissen, welcher Heilstein tut mir gerade gut, welches Krafttier tut mir gerade gut, ne? Und welches Chakra ist gerade auch vielleicht bei mir gerade präsent und möchte mir vielleicht auch was sagen. Ne? Ist auch ganz wichtig. Trotzdem Kollektivorakel, wisst ihr, ihr Lieben, wenn ihr eine private Buchung haben möchtet, unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, aber auch in den Kanalinfos und dann legen wir gerne für euch erstmal die 36 Lenormand-Karten, die werden ja immer gelegt auch, je nachdem, was natürlich auch wie lang die Legungen sind, aber ich habe da ganz viele Speziallegungen, auch noch andere Spezialkarten, das wisst ihr auch und ich freue mich über jeden, der mich dann auch kontaktiert. Ansonsten dürft ihr sehr, sehr gerne natürlich auch ein Abo hier hinterlassen, tut nicht weh, gerade an die Neuen, seid mir sehr, sehr gegrüßt. Ich freue mich, dass ihr hier seid und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo hinterlasst. Glocke nicht vergesst zu aktivieren, gilt an euch alle. Und auch an euch alle gilt natürlich der Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Jetzt habe ich aber nicht meine alten Hasen, Häsinnen, wie auch immer, liebevoll gesagt, vergessen. Über euch freue ich mich jedes Mal, wie, ja, ich sag nicht, wie so ein kleines Kind, dass ihr immer mit dabei seid und schaut. Deswegen vielen lieben Dank auch dafür. Ja, und dass ihr auch gespannt seid. Wie gesagt, ich finde das ganz schön und ganz spannend, welches Krafttier man jetzt als Begleiter für sich definieren darf, welchen Heilstein man zieht und natürlich, welches Chakra sich jetzt auch bemerkbar macht. Gut, ich würde sagen, wir starten mal. Und zwar starten wir einfach mal mit dem Krafttier. Da ziehe ich jetzt mal eins raus gleich, für jeden Stapel eins. Wenn du dich noch nicht entscheiden konntest jetzt für die Stapel, dann bleib trotzdem dran, weil ich gebe euch gleich nachher nochmal Zeit, wenn die Stapel stehen, dass ihr euch dann einen Stapel aussuchen könnt. Und ich verstecke die Chakra-Karte auch nach unten, deswegen könnt ihr gleich auch die Augen zumachen. Ich sage gleich Bescheid, wenn ich ziehe. Und dann geht es so. So, ich nehme für Stapel 1 dieses Krafttier und für Stapel 2 möchte ich dieses Krafttier haben. So, dann nehmen wir noch den Heilstein für jeden Stapel. So, und dann nehme ich für Stapel 1 diesen Heilstein und für Stapel 2 diesen hier. So, und ich sage euch gleich Bescheid, wenn ihr auch die Augen zumacht, weil Augen zumachen wollt, weil ich werde die Chakra-Karte da drunter legen, sodass wir gleich alle nichts sehen und dann auch nicht, dann, das kann auch keiner sagen, dass man dann nicht entscheiden kann, ne, welche Karte, welchen Stapel man nimmt, weil man ja vorher schon beeinflusst wurde, weil man die Chakra-Karte gesehen hat. So, ich lege die nämlich jetzt mal alle hier aus. So. Und dann werde ich jetzt die Augen zumachen. Also, wenn ihr jetzt wollt, macht die Augen zu. Ich sage euch gleich Bescheid, wenn es weitergeht. Aber ich werde jetzt mal für Stapel 1, ich habe meine Augen auch zu, eine Karte ziehen. So, ich kann sie jetzt schon sehen. Ich verstecke sie aber jetzt da drunter. So, Stapel 1 ist versteckt. Noch nicht Augen aufmachen. Und Stapel 2 nehme ich jetzt auch eine Karte. So, sieht bestimmt auch lustig aus, wie ich jetzt hier am Rumfummeln bin, ne? So, ich habe sie gezogen, lege sie da drunter. So, jetzt dürft ihr auch wieder gucken, weil ihr seht nämlich nicht, welche Chakra-Karte ich gezogen habe. Und jetzt könnt ihr gleich entscheiden. Bitte ganz intuitiv, aus dem Bauch heraus, keine Doktorarbeit machen.
Welcher Stapel soll es sein? Links oder rechts? Eins oder zwei? Oder natürlich auch beide, weil dann nimmt ihr euch dann von beiden dann auch sozusagen die Informationen raus. Auch ganz wertvoll mit Sicherheit. Okay, ansonsten halt das Video kurz an. Ich starte mit 1 und Stapel 2 legen wir zur Seite. So, was haben wir da? Ich lege mal in dem Sinn, die Reihenfolge ist ja jetzt hier wurscht. Wir haben eine Chakra-Karte hier unten, die kann ich jetzt mal kurz hier zur Seite legen. Und dann starten wir mit dem Krafttier, würde ich mal so sagen. Seht ihr alles? Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, ganz gut hier positioniert. So, welches Krafttier habe ich für dich gezogen? Den V, die Gegenwart. Wow. Und das ist so eine traumhafte Karte. Ich liebe diese Karte. Die 50 kann ich zwar nicht ins Lenny ummodeln, leider Gottes, ne? Aber muss auch nicht sein. Aber alleine die Signal Gegenwart. Und es ist in der heutigen Zeit, und es wird immer, immer wichtiger im Hier und Jetzt leben, ne? Nicht in der Vergangenheit. Das heißt, ist die Vergangenheit schlecht, wahr, ist, wie auch immer. Überhaupt nicht. Hat damit gar nichts zu tun. Aber wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben. Bodenständig natürlich, realistisch und optimistisch auch. Und alles erleben, alles aufsaugen, was möglich ist. Genauso auch sich was Gutes tun. Nicht nur malochen, 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 sondern auch mal Grenzen setzen, Bedürfnisse auch zu äußern, sich nicht klein machen lassen. Es kommt immer wieder das Thema, weil es ist einfach so. Themen bearbeiten, um glücklicher zu sein. Ganz, ganz wichtig auch. Und deswegen auch für sich, wenn etwas Geld da ist, dann auch mal sich was gönnen. Natürlich den Notgroschen parat zu haben, wenn es möglich ist überhaupt. Aber auch mal sich was gönnen. Und gönnen heißt auch mal sich Zeit für sich zu nehmen. Gönnen hat nie immer was mit ganz viel Geld zu tun. Aber natürlich, warum soll man sich nicht mal eine Kugel Eis gönnen? Ne? Oder ein Stück Kuchen. Oder ein paar Kekse. Was auch immer, ne? Ihr mögt. Aber wichtig das Signal. Und vielleicht hast du sehr oft in der Vergangenheit gelebt. Vielleicht bist du aber auch so wie ich, die totale Planerin, die total in der Zukunft auch lebt. Wisst ihr, wie oft ich einen Dusch bekomme, weil ich wieder mal was geplant habe und dabei ganz viele Faktoren nicht berücksichtigt habe. Und dann kommt so ein Dusch und dann muss ich auf einmal von jetzt auf gleich total flexibel sein. Kriege ich hin. Ist ein Segen auch eine gute Seite, sage ich jetzt mal an mir, beziehungsweise ich habe die, glaube ich, auch eher gelernt. Ne? Weil als Planerin muss man das auch. Und deswegen, ich war oder bin sehr oft in der Zukunft schon, bin schon manchmal Jahre weiter, muss mich immer wieder zurückholen, im Hier und Jetzt zu leben. Schaffe ich auch mittlerweile ganz gut. Schaffe ich besser als vor ein paar Jahren. Und deswegen, vielleicht ertappst du dich gerade auch dabei, dass du entweder voll die Planer, der Planer bist oder dass du total in der Vergangenheit immer rumwühlst und immer auch dich dahinter versteckst. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ganz wichtig ist. Viele sagen, ja, aber ich bin deswegen so und so, weil damals so und so und so. Natürlich haben wir unsere Themen. Wir haben unsere Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben. Aber irgendwann mal sind wir selber verantwortlich dafür. Und irgendwann mal ist es wichtig, das auch zu sagen, okay, es ist so. Und ich bemitleide mich jetzt nicht mehr, ich gehe da raus. Entweder schließe ich mit gewissen Situationen, Menschen etc. ab und mache es jetzt anders, besser, wie auch immer. Dein Empfinden ist wichtig, dein Gefühl ist wichtig. Aber dahinter sich immer zu verstecken und das hervorzuschieben, ist auch nicht gut. Deswegen ganz, ganz wichtiges Krafttier im Hier und Jetzt leben, genießen. So als wenn es halt keinen Morgen gibt, sagen ja viele. Finde ich manchmal ein bisschen zu extrem, weil dann würde ich ja heute alles ausgeben, was ich habe. Da würde ich nochmal voll auf den Putz hauen. Und das soll es ja auch nicht sein. Ne? Wir müssen ja trotzdem leben und deswegen auch, irgendwo sollte man da auch eine Balance haben. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Heilstein hier Stapel 1 hat. Den Diamant, wow, schaut euch das mal an. Diamant, geistige Freiheit, Licht. Jetzt ist Zeit, groß zu denken. Diamant schafft Hindernisse aus dem Weg und vermittelt dir ein Gefühl von Angekommensein und Weitblick. Ist das nicht schön, im Hier und Jetzt angekommen sein? Ja, im Hier und Jetzt angekommen sein. Geistige Freiheit, Licht. Boah, mega. Ich finde Diamant sowieso total schön. Und ne, wenn man immer sagt, ne, Diamond are the girl's best friend. Ne, kennt das Lied bestimmt auch. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich deswegen oberflächlich bin und deswegen, dass ich ganz viele Diamanten habe. Nein, so ist das alles nicht. Aber ich mag das Funkeln. Und ich mag auch dieses Klare. Ne? Ich bin eh Mensch. Ne? Ich bin ganz oder gar nicht Mensch und bin auch jemand, der gerne klar und, ja, ich sag jetzt mal auch, das Ganze dann so sieht und nicht nur ein Stück von dieser Klarheit, sondern ich möchte das auch
alles klar sehen. Ne? Und wenn ich das noch nicht weiß, dann gehe ich auch in die Richtung, damit ich Klarheit bekomme. Ne? Das ist auch mal ein kleiner Exkurs wieder zu mir. Das mögt ihr ja immer gerne, wenn ich auch von mir erzähle, das weiß ich ja. Und jetzt ist es Zeit, groß zu denken. Ja, im Hier und Jetzt. Diamant schafft Hindernisse aus dem Weg und vermittelt dir ein Gefühl von Angekommensein und Weitblick. Und das ist auch etwas, ne? Dieses im Hier und Jetzt angekommen sein. Und trotzdem das Morgen nicht vergessen, wie ich vorhin sagte. Ne? Nicht so leben, dass es heute der letzte Tag sein könnte, sondern diesen Weitblick trotzdem in sich zu haben, dass man etwas zur Seite legt, dass man wie auch immer, ne, vorgeht. Und ich sage euch ganz ehrlich, Stapel 1, es ist so, so wertvoll. Und den Diamant musst du nicht haben. Du musst dir auch keinen Diamanten jetzt kaufen oder denken, oh Gott, ne, wie soll ich das schaffen? Denk halt etwas größer halt auch. Ne? Die geistige Freiheit. Nimm dir heraus, im Hier und Jetzt auch groß zu denken. Und schreib dir Diamant auf einen schönen Zettel auf. Ne? Vielleicht schneidest du den auch noch schön aus, wie auch immer. Und dann legst du ihn zu dir. Irgendwo, ne, an deinen Körper, in deine Tasche, wo er bei dir ist. Und dann hast du diesen Transfer und diesen Gedanken auch nochmal dran, dass du da, was du damit verbindest, ne, diesen Weitblick, dieses Angekommensein und natürlich den V auch bitte. Ne? Also das ist ja auch etwas, was wichtig ist, dass wenn Kraft hier zu dir möchte, dass du das auch dann verinnerlichst. So, jetzt haben wir noch ein Chakra. Wir haben das Stirnchakra gezogen, auch in lila. Und schaut mal, das ist dann die Intuition, die Führung. Und das ist auch voll schön, im Hier und Jetzt auch mal sich einfach mal, ja, gleiten lassen, einfach mal annehmen, einfach mal genießen, einfach mal, wie gesagt, vorhin auch gesagt hat, Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen, auch wenn sie uns geprägt hat, wenn sie uns gelehrt hat und so. Aber versuchen jetzt diesen Weitblick für sich im Hier und Jetzt zu finden, groß zu denken, nicht klein zu denken, sich immer größer zu machen, Themen aus der Vergangenheit auch abzulegen. Und sich intuitiv auch führen zu lassen. Und ich schaue mal, was da hinten noch steht. Das würde ich dir dann auch noch mal vorlesen, weil es ist auch noch mal hier mit Sicherheit auch ganz interessant. Natürliche Hilfsmittel. Stärke deine Intuition und tritt in Kontakt mit deiner inneren Führung. Hast du Lust, die Bilder in deinem Inneren zu erwecken, einen Zugang zu deiner Seele zu schaffen? Dann nimm folgendes Hilfsmittel zur Hand. Schau dir das Edelstein ABC des Stirnchakras genau an. Azurit, Amethyst, Bergkristall, Charoit, Falkenauge, Fluorit, Lapislazuli, Regenbogen, Mondstein und Sodalit. Trage deiner Wahl am Körper oder visualisiere im Stirnbereich ein dunkles Violett. Ätherische Öle von Veilchen, Jasmin oder Minze, Sandelholz oder auch Räucherwerk von Weihrauch wirken sich auf das dritte Auge wohlwollend aus. Wie schön ist das denn? Hier haben wir nochmal ganz viele Heilsteine. Der Diamant ist ja schon eigentlich der große, ne? Tolle, funkelnde Stein. Und jetzt haben wir sogar noch andere Steine, die auch noch unterstützen. Wie schön passt das denn jetzt hier auch, ne? Letztendlich hier zu unserem, ich zeige euch das nochmal, dann könnt ihr nochmal, vielleicht das nochmal hier anschauen, aber ich glaube, ich habe es vorhin auch richtig reingehalten. Wie schön ist das denn jetzt nochmal, diese Kompensation auch mit den anderen und ja, diese Unterstützung. Ihr lieben Stapel 1, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Wertvolles hier auch mitgeben, so wie den Diamant, ne? Den Rohschliff auch. Werdet zum Diamant, werdet im Hier und Jetzt, ja, groß auf jeden Fall, habt diesen Weitblick auch auf euch gerichtet, auch ganz, ganz wichtig, ne? Und lasst euch auch durch Intuition auch führen. In diesem Sinne, alles Liebe euch! So, da haben wir natürlich auch noch Stapel 2, hier haben wir das Krafttier, da haben wir den Stein und dann haben wir das Stirnchakra. Ich kann ja mal spoilern, ich weiß nicht, ob der eine oder andere vorhin geguckt hat. Ich hatte ja nicht geguckt. Ich habe es ja erst vorhin gesehen, als ich jetzt hier die Karten zur Seite genommen habe. Wir hatten auch beim Stapel 1 das Stirnchakra. Ne? Sehr interessant, diese Intuition, diese Führung soll vielleicht in dieser Zeit mit den ganzen Prozessen, Veränderungsprozessen, Transformationen, Herausforderungen allgemein auch nochmal vielleicht jedem auch nochmal signalisieren, weil es ja in beiden Stapeln jetzt vorkommt, dass wir mehr auf unsere Intuition hören sollten. Ne? Immer bodenständig realistisch bleiben, wisst ihr, sage ich immer wieder. Aber trotzdem auch mal das Bauchgefühl anhören und dahin hören, was möchte es. Ne? So, jetzt schauen wir uns nochmal das Krafttier an hier von Stapel 2. Was haben wir hier? Den Vogel, die Botschaften. Und schaut mal, welche Nummer das ist. 28. Die das Lenny kennen, wissen schon, wow, Herzmensch, Herzmenschin. Aha, okay. Natürlich, Botschaften.
Man bekommt Nachrichten vom Herzmenschen, Herzmenschen. Und jetzt kann wieder die oder der eine oder andere wieder sehr schön sagen, ja, aber ich will niemanden und bla 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 bla. Herzmensch, Herzmenschen muss ja nicht unbedingt in Richtung Partnerschaft gehen. Es muss nicht dieser Herzmensch sein. Es kann auch ein Familienmitglied sein. Es kann ein Freund, Freundin sein. Es kann etwas ganz anderes, ne, sein im Endeffekt. Nicht immer nur die Liebe, Liebe. Aber trotzdem, das Herz spielt ja eine Rolle, wenn man Herzmenschen hat. Und ich denke mal schon, das kann ich auch in Freundschaften sagen, dass das Menschen sind, die mir ans Herz gewachsen sind. Da verspüre ich ja auch Liebe. Und deswegen, und das finde ich schön, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Macht die Assoziation, die Brücke dann, ne? Vogel, es kommen Botschaften, vielleicht darfst du dich auch selber äußern, ne? Die Karte gilt ja auch für dich, ist ja nicht immer nur so, dass man sie umdrehen muss, dass man nur warten, in der Warteposition sich reinbringen soll, in der Warteschleife sozusagen, sondern vielleicht kann man auch mal Signale setzen, Botschaften bringen, wenn man jemanden kennengelernt hat oder jemanden toll findet und wenn man der Person einfach mal nur ein Lächeln schenkt und schaut, wie sie dann reagiert. Dadurch wachsen wir auch total. Es ist so, so wichtig. Ne? Vielleicht steht das jetzt genau für dich jetzt auch an, jetzt, dass du im Endeffekt diesbezüglich auch wirklich offener werden sollst. Ne? Sollst nicht alleine sein. Aber wichtig ist auch zu kommunizieren. Halt dadurch dann auch die Botschaften zu senden. Ne? Und wir kommen jetzt auch in den Frühling rein, das wisst ihr. Wir stehen ja kurz davor. Und dann ist es noch mal dreimal mehr wichtig, dass wir auch ja, uns äußern, uns zeigen. Und das halt immer mehr. Ne? Und gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo wir rausgehen können, wo wir wieder Unternehmungen machen können. Sendet Signale. Ne? Verbal, nonverbal, wie auch immer. Und wenn ihr jemanden habt, dann seid auch vielleicht mal ein bisschen offensiver. Wir gucken uns mal Heilsteiner zu, mal gucken, was wir dazu noch eine Botschaft haben. Oh, schaut mal, das passt jetzt auch hier. Rubin, schaut mal das Feuer hier. Lebenslust, Lust, Lebensfreude, Lust, Langeweile oder gar apathisch. Rubin reißt dich aus der Lethargie und verleiht Spontanität und Lebensfreude. Es kommen Schwung und Leidenschaft ins Leben. Das muss ich gleich nochmal vorlesen, wenn die Karte gleich liegt. Ich zeige es euch aber trotzdem hier noch ein bisschen. So, jetzt machen wir nochmal hier. Rubin, Lebensfreude, Lust, Langeweile oder gar apathisch. Rubin reißt sich aus der Lethargie und verleiht Spontanität und Lebensfreude. Es kommen Schwung und Leidenschaft ins Leben. Wow, und es passt doch so mit Herzmenschen, mit Botschaften, Austausch, Kommunikation. Lebensfreude, rausgehen, genießen, das Leben genießen, ne? Spontan sein einfach, ne? Auch wenn man sagt, oh nee, ich habe aber keine Lust, ja, doch mal rausgehen. Ich sage immer, und das sage ich auch in meinen privaten Coachings, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich überreden lassen soll, zu einer Party zu gehen, wenn ich kein Partyfreund bin, ne? Aber dieses Rausgehen, Luft schnappen, einkaufen muss man sowieso. Und vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen, um vielleicht auch mal jemanden noch mal zu treffen oder andere Menschen zu treffen oder einfach mal was aufzusaugen von der Natur, von der Gegend, was auch immer. Und Schwung und Leidenschaft durch Botschaften, durch Gespräche, durch Signale, Herzöffnung, alles Mögliche in dieser Hinsicht. Das untermalt es noch mal alles. Ne? Und jetzt passt auch so schön die Intuition, die Führung dazu, ne? Mit dem Stirnchakra. Ich zeige es euch mal eben und dann gucken wir uns natürlich auch an, was hier auf der Rückseite noch unterstützend steht. So, ich zeige sie euch mal hier. Willst, also oben als Überschrift seht ihr ja Überblick. Willst du deine Intuition offenlegen, deine Wahrnehmung der vollkommenen und tiefen Ruhe erfahren? Dann öffne das sechste Chakra, denn das dritte Auge ist allsehend. Farbe, Indigo-Blau-Violett, Element, Geist, Sinn und Drüse, übersinnliche Wahrnehmung und Hirnhangdrüse. Sitz zwischen den Augenbrauen, über der Nasenwurzel. Gefühlsblockaden, Unbehagen, emotionale Spannungen, Hilflosigkeit. Konflikte, Überbewertung aller Situationen. Ängste, Angst vor Unwissenheit. Schwaches Qi, Sorgen, Stress, Unruhe, Kopflastigkeit, Verzettelung. Starkes Qi. Ruhe, Hingabe, gute Intuition und Konzentrationsfähigkeit, Ausgeglichenheit. Ich zeige es hier nochmal euch, dann könnt ihr es nochmal euch anschauen. Genau. Mega. Ich finde diese Intuition, diese Führung, diese Lebensfreude, Lust, Botschaften austauschen, rausgehen. Es kommt Schwung in dein Leben, Spontanität, Teilhaben am Leben, sich austauschen, Herzmensch, Herzmenschen begegnen, weiter in die Tiefe gehen, wenn schon jemand da ist, durch Botschaften.
endlich sich offenbaren. Aus Freundschaft soll mehr werden. Ja, dann müsst ihr es manchmal auch mal anbringen. Dann dürft ihr es auch mal sagen. Ganz, ganz wichtig. Alles kann man euch nicht von der Stirn lesen, ne? Auch wenn wir das Stirnchakra hier haben, aber man kann trotzdem nicht alles von der Stirn lesen. Deswegen geht in die Offensive dann auch. Die Karten zeigen es euch und nimmt es als Begleiter. Den Rubin braucht ihr euch nicht zu kaufen. Den könnt ihr euch aufschreiben auf einen Zettel, auf einen schönen Zettel vielleicht mit einer schönen Farbe oder wie auch immer. Oder ihr schneidet einen Zettel toll aus und steckt einfach diesen Zettel dann irgendwo in eine Tasche, an euren Körper, wie auch immer. Und dann lasst ihr halt die ganzen, ich sag mal, diese Lebensfreude, diese Lust auch mal wirklich durch euch fließen. Geht in Gedanken da rein, diese Lebensfreude, dass ihr die halt wirklich aufnehmt. Und das unterstützt dann auch nochmal, wenn ihr diesen Zettel dann auch bei euch trägt, ne? Dass ihr das auch leben könnt und dass ihr hier diesen Austausch auch mit Botschaften, die ihr halten solltet, aber die ihr auch eurem Gegenüber, Herzmenschen, Herzmenschen auch geben könnt. Ne? Und wie gesagt, immer noch, muss nicht die klassische Liebe, Liebe sein, sondern können auch Freunde, Familie etc. sein. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich fand das jetzt total spannend, diese zwei Stapel auf jeden Fall, auch als Begleiter halt dieses Krafttier und auch diesen Heilstein zu nehmen und auch zu wissen, dass Intuition und Führung gerade auch wirklich gut arbeiten bei dir, dass man es immer mehr einsetzen kann auch, ne, die Intuition, und sich davon auch führen lassen. Deswegen fand ich mega spannend. Also, dicken Drücker, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich natürlich über den Daumen hoch. Kostenlos, aber tut auch nicht weh. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Orakel. Vielleicht ja morgen früh bei der Tagesbotschaft dann hier wieder. Bis dann. Tschüss.